Hey, vielleicht habe ich dich gerade mit meiner Aussage total geschockt und du sagst dir, Christ sein und verschwenderischer Lebensstil, hey, das passt nicht zusammen. Ich möchte dir heute einen Punkt zeigen, wo das total zusammenpasst und du wirst mir bestimmt danach recht geben. Und ich möchte dazu mit euch eine Geschichte anschauen und die Geschichte finden wir in Markus Kapitel 14. Und ich möchte die Geschichte jetzt gar nicht vorlesen. Ich fasse es euch einfach kurz zusammen und ich ermutige dich danach, nimm einfach mal deine Bibel in die Hand und lese dir die Geschichte durch und mach dir deine eigenen Gedanken drüber. Und ich möchte dich mit reinnehmen in das Setting. Das war Jesus. Jesus noch am Leben. Er war mit seinen Jungs unterwegs. Es waren Leute zusammen. Und dann kam plötzlich diese Frau. Und diese Frau, die hatte ein Alabasterfläschchen in der Hand mit ganz teurem Salböl. Man schätzt den Wert heute über ein Jahreseinkommen. Und diese Frau sah Jesus, hatte das Fläschchen in der Hand und sie lief auf ihn zu, nahm das Fläschchen, zerbrach es und goss dieses teure Öl über ihn drüber. Und die Menschen, die waren entsetzt. Und hey, ich stelle mir das vor, was war das wohl für ein weird Moment? So, sie waren am Reden, es war Action, es war Trubel und plötzlich geschieht das. Sie leert dieses Öl aus und Stille. Der Moment, jeder schaut auf Jesus, schaut auf die Frau, was passiert hier gerade? Und sie sehen diesen Wert von diesem Öl, der Geruch des Öles verbreitet sich und sie wissen, hey, das ist dieses teure Öl. Und sie hat es verschwenderisch auf ihn geleert. Sagen, hey, das hat 300 Dinare gekostet. Da hätte man viele, viele Leute damit füttern können. Man hätte helfen können. Man hätte alles tun können. Und in diesem Moment, wahrscheinlich war es eine totale Stille. Diese Entsetzung war da. Und Jesus ergreift das Wort und er sagt, hey, was seid ihr so bestürzt? Sie hat ein gutes Werk begonnen. Und ich möchte dich auf diesen Punkt legen, was Jesus hier sagt. Wir lesen später, dass es heißt, dass wo überall das Evangelium verkündet wird, dass an diese Frau gedacht wird. Und warum? Ich habe es lange nicht verstanden, warum das ist, bis Gott mein Herz bewegt hat und mir gezeigt hat, für was dieses Salböl steht. Dieses Salböl stand für die Anbetung dieser Frau, für die Hingabe zu Jesus. Und sie war so verschwenderisch damit, dass ihr 300 Dinare egal waren, weil sie alles für ihn Jesus geben wollte. Hey, und ich möchte dich darin ermutigen, dass du alles für deinen Jesus gibst. Dieses Salböl, das kann heute deine Anbetung sein, das kann heute dein Herz sein, dass du ihm ganz gibst. Und ich möchte dich darin ermutigen, dass du dein Herz ganz Jesus gibst. Sei gesegnet, mach's gut, bis bald.